Ja, Philipp Erne, erstmal Glückwunsch, 2:0 gegen Litauen. Verdienter Sieg, ihr habt toll gespielt. Ja, ich denke verdient mal, wenn man das Spiel anschaut. Wir haben alles gegeben und wir haben zwei super Goal, also ich hoffe verdient, würde ich sagen. Du hast selber dein erstes Länderspieltor geschossen, war natürlich auch besonders auch noch. Ja, sicher, ich freue mich riesig über das Goal, aber trotzdem, wer Goal schießt, ist egal, wir haben 2:0 gewonnen und es ist unglaublich. Wann habt ihr gemerkt, dass das Spiel gewinnt heute, dass da nichts mehr passiert? Ja, es ist natürlich immer heiß. Wir wissen immer, wir dürfen keine Sekunden anlassen, weil sonst keine Zeit, oder? Und nein, wir haben bis zum Schluss alles gegeben und jetzt haben wir die 3 Punkte geholt. Ja, Benjamin Büchel, Glückwunsch, 2:0 gegen Litauen und 2:0 im Nationalteam, auch nicht schlecht, oder? Ja, unglaublich, was wir heute geboten haben, ist... Es gibt es nicht jeden Tag. Du. So eine gute Abwehrleistung für die ganze Mannschaft. Und ja, ohne mich dabei zu treten, aber super Leistung vor allem. Wann hast du persönlich gemerkt, da passiert heute gar nichts mehr, das gewinnen wir? Ja, nie. Ich bin immer weiter. Ich denke, ich habe kein Goal mehr bekommen. Egal, was wir einfach nur den Ball weghauen. Und ja, ist super, das gibt es gerne, unglaublich. Ja, wieder zu sagen. Erstmal Glückwunsch, 2:0 gegen Lettland. Klasse Spiel Ihrer Mannschaft heute. Ja, sicher. Vor allem vom Engagement her, vom Einsatz her, von der Leidenschaft, die sie gezeigt haben, ist es sicher ein toller Match gewesen. Und endlich haben wir in dieser Quali können punkten. Ich sehe erstmal da als Trainer auch froh, dass es mal endlich auch in der Qualifikation geklappt hat, dass man endlich mal wieder 3 Punkte auch einfährt. Ja, man ist natürlich sehr froh, dass die Mannschaft belohnt worden ist für die Leistung. Ich denke, es ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg. Wir haben ja in den letzten Spielen nicht enttäuscht. Wir waren immer recht nah dran gewesen und das hat aber noch nie gelangt. Und darum ist es natürlich super, jetzt, dass wir das Punktekonto eröffnen können.